Liebe Zuschauer, wir müssen heute vor dem Friedrichstadtpalast diese Menschen ehren, die durch Kunst zur Entwicklung der Gesellschaft beigetragen haben. Es ist ein bewegender Moment für mich, jetzt hier zu stehen, dieses Denkmal heute eröffnen zu können, hier zu gründen, zu ehren unserer drei Gründungsväter, Reinhard, Bölzig und Scharell. Und ganz besonders freut mich, dass wir von Max Reinhardt sind alle Kinder ja mittlerweile auch gestorbene Söhne, aber dass wir von Hans Bölzig noch einen Enkel finden könnten, der auch Bölzig heißt. Und der Friedrichstadtpalast ist ja für viele eine DDR-Institution, das ist er ja auch. Er ist 1984 eröffnet worden, erhielt 1947 seinen Namen Friedrichstadtpalast, aber die Geschichte des Hauses reicht zurück bis 1919. Also wir haben jetzt 96 Jahre Geschichte. Damit wollen wir auch mit diesem Denkmal daran erinnern, dass dieser Palast am 28. November 1919 eröffnet wurde. Und die drei Gründerväter waren später allesamt Verfolgte des Nazi-Regimes. Ich auch. Oh, ich treffe dich immer. Sag uns bitte, warum diese drei Künstler sind für uns heute so wichtig? Die drei, Scharell, Pölzig und Reinhardt, sind die Gründer unseres Hauses, des Friedrichstadtpalastes. Und wir ehren sie einmal, weil wir dank ihnen existieren. Und das Denkmal soll auch zeigen, dass sie Verfolgte des Nazi-Regimes waren. Scharell und Reinhardt waren jüdische Mitbürger. Scharell war zusätzlich noch ein Homosexueller. Und insofern waren sie alle drei von den Nazis verfolgt. Und das wollen wir auch mit diesem Denkmal ehren und anerkennen. Wir haben heute einmalige Gelegenheit, einen Enkel von Herrn Pitzig begrüßen. Könnten Sie uns interessante Geschichte über Ihren Großvater erzählen? Ja, es gibt viele interessante Geschichten von meinem Großvater, weil er eine vitale und schillernde Figur war. Was mir jetzt viel wichtiger ist, einfach zum Ausdruck zu bringen, auch im Namen meiner Familie, dass wir uns sehr freuen und sehr beeindruckt sind, ja, von dieser Erinnerungskultur im Gedenken an diese großartigen Menschen, die hier an diesem Ort die kulturelle Geschichte der Stadt Berlin in den 20er Jahren maßgeblich geprägt haben. Und da war natürlich Max Reinhardt und mein Großvater Hans Bölzig ein kongeniales Paar. Ein Paar, jeder mit einer unglaublichen Fantasie und die gebrannt darauf haben, weil diese Theatervision von Reinhardt umzusetzen in einem Theater, ja, was selbst theatralisch und fantastisch war. Und es ist sehr schön, dass das realisiert werden konnte. Kommen Sie vorbei, schauen Sie das Denkmal an und besuchen Sie den Friedrichstadtpalast.